Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Bundesminister, Hohes Haus. Ja, werte Kollegen von der ÖVP, eins habe ich mir bei Ihrem heutigen Thema der aktuellen Europastunde, wie wahrscheinlich viele anderen zu Hause auch vor den Bildschirmen schon gefragt, nämlich warum ausgerechnet Sie dieses Thema Sicherheit nehmen, obwohl Sie genau wissen, dass gerade Sie auf ganzer Linie versagt haben in den vergangenen Jahren in diesem Bereich. Aber okay. Anscheinend sind Sie tatsächlich so schmerzbefreit und wollten unbedingt Ihrem Spitzenkandidaten eine Bühne geben, um mal wieder in alter ÖVP-Wahlkampf-Show-Manier seine Anti-FPÖ-Propaganda von sich zu geben und uns wieder irgendeine Russland-Nähe zu unterstellen. Blöd nur, also nicht gerade das perfekte Timing, muss ich sagen, dass ausgerechnet heute zwei ominöse Russen im Kurzprozess ausgesagt haben. Also werter Kollege Lobatka, wenn Sie Russland Nähe suchen, sollten Sie vielleicht zuerst einmal in den eigenen Reihen anfangen und bei Ihren ehemaligen Bundeskanzlern Kurz und Schüssel. Dort, sage ich Ihnen, wären Sie jedenfalls fündig, bei uns jedenfalls nicht. Das Einzige, was ich noch nicht gehört habe, aber vielleicht kommt es noch, ist, dass Sie mal wieder anfangen, wie ein kaputter Plattenspieler in ständiger Dauerschleife wieder anzufangen. Kickl ist ein Sicherheitsrisiko, Kickl ist ein Sicherheitsrisiko, wie Ihr Generalsekretär Stocker das in den letzten Monaten in Peinlichkeit ja schon fast perfektioniert hat. Aber egal, was auch immer Ihr Zweck dieser aktuellen Europastunde war, ich gratuliere Ihnen jedenfalls zu diesem gewaltigen Eigentor. Denn eins ist jedenfalls klar, Sie haben mehr als nur einmal in den vergangenen Jahren bewiesen, dass Ihnen die Sicherheit der Österreicher und Österreicher wirklich vollkommen egal ist. Und wenn ich Ihren Titel schon lese, Sicherheit für Österreich erfordert auch einen Blick nach Europa, dann ist offensichtlich, dass Sie anscheinend noch immer nicht verstanden haben, um was es in Wahrheit geht. Nein, werte ÖVP, es braucht weder einen Blick nach Europa, noch braucht es einen Blick Richtung ÖVP. Das Einzige, was es braucht, das Einzige, was wirklich helfen würde, ist ein Blick Richtung FPÖ und einen zukünftigen Volkskanzler Herbert Kickl, der im Gegensatz zu Ihnen nicht nach Brüssel fahren wird. Der wird nicht nach Brüssel fahren, um dort die Befehle abzuholen und die Interessen der Österreicher am laufenden Band zu verraten, so wie Sie das immer tun, sondern, und das kann ich Ihnen jetzt schon versprechen, für den notwendigen Systemwechsel, für die notwendige Schubumkehr sorgen wird beim Thema Asyl und Migration, beim Thema Unabhängigkeit, Sanktionen, Wirtschaftskrieg, beim Thema auch Souveränität und Neutralität, die Sie seit Jahren mit Füßen treten, und auch beim Thema Sky Shield samt Ihrer unerträglichen NATO-Anbiederung, die wir die ganze Zeit erleben. Also, dass Sie sich wirklich noch trauen, sich hier als Sicherheitspartei aufzuspielen, da merkt man wirklich, dass der Wahlkampf offensichtlich angefangen hat. Ich frage Sie nämlich, wo haben Sie sich denn wirklich für Sicherheit eingesetzt in Österreich in den vergangenen Jahren? Ihr Einsatz für Sicherheit schaut so aus, dass Sie in die EU gefahren sind und mal wieder im Liegen umgefallen sind und dem Asyl- und Migrationspakt zugestimmt haben, samt Flüchtlingsverteilung, angeblich ein No-Go in den vergangenen Jahren. Trotzdem haben Sie zugestimmt der EU-Zwangsverteilung, wo wir in Wahrheit nichts mehr mitzureden haben und in Zukunft nur noch auswählen können, ob wir Flüchtlinge aufnehmen oder eben zahlen müssen. Noch dazu als Nettozahlerstaat, muss man dazu sagen. Keine Rede von echter Schubumkehr oder einem echten Außengrenzschutz. Zack, bumm, hat's gemacht, die ÖVP ist mal wieder umgefallen in ihrer Brüsselhörigkeit. Genauso wie sie umgefallen sind, muss ich sagen, bei der Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und damit einer Kriegspartei. Das muss man sich auch einmal vorstellen. Glauben Sie wirklich ernsthaft, dass das der Sicherheit in Europa und in Österreich dienlich war? Ich glaube, da braucht man kein Experte sein, um das zu wissen, dass das nicht gerade sehr dienlich war. Nein, es war sogar ein historischer Fehler. Aber zack, boom, die ÖVP ist mal wieder umgefallen entgegen ihrer vorherigen Wahlversprechen oder Versprechen. Genauso wie sie auch morgen mal wieder umfallen werden, und das kann ich jetzt schon prophezeien, dafür brauche ich auch keine Glaskugel, und auch die österreichischen Steuerzahler mal wieder verraten werden und dieser gewaltigen EU-Budgeterhöhung samt zusätzlicher 50 Milliarden für die Ukraine zustimmen werden, als ob Österreich nicht schon genug gezahlt hätte, als ob wir das Geld nicht selber dringend im eigenen Land brauchen würde. Stichwort soziale Armut, Wohlstandsverlust, ich weiß, ist Ihnen alles vollkommen egal. Werte Kollegen, ich empfehle Ihnen in Zukunft, fahren Sie am besten gleich im Liegewagen nach Brüssel, dann ersparen Sie sich zumindest den harten Aufpraller bei Ihren ständigen Umfallern.
Aber nicht nur die Bundesregierung, sondern auch die gesamte EU versagt beim Thema Sicherheit auf ganzer Linie. Bis heute ist die EU nicht in der Lage, für einen effektiven Außengrenzschutz zu sorgen. Noch immer kommen Millionen illegaler Migranten unkontrolliert zu uns, samt Extremisten, Terroristen und Gefährder, die da alle mitkommen. Doch nicht nur das, wir erleben auch ein gewaltiges Aufrüsten und von einer Friedensunion ist schon lange nicht mehr die Rede. Sehr geehrte Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Ich glaube, für jeden ist mittlerweile in ganz Österreich offensichtlich, wer das größte Sicherheitsrisiko in diesem Land ist. Das ist die ÖVP, das ist die Einheitspartei mitsamt den anderen hier. Sie sorgen dafür, dass es keine Sicherheit in Österreich und in Europa gibt. Wir werden das bei den nächsten Wahlen ändern.